Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Kultursafari. Yo. Ja, und bist du dann schon mal richtig so um die halbe Welt gekommen oder was? War so die längste Reise, die du gemacht hast und dabei immer wieder so... In die Balkan ein bisschen, so, ja, ein bisschen Kroatien, Serbien, Slowenien, sowas. Okay. Genau, sonst Spanien, ja. Weil das Nachbarland ist. Ja. In Schweden haben wir das viel gemacht, auf dem Weg zu einem Rainbow Gathering. Mhm. Sonst Frankreich, Belgien, Deutschland. Ja. So. Mit der Combo Libre wart ihr, glaube ich, auch schon mal in Frankreich. Sogar ja. Mit einer relativ großen oder der ganzen Besetzung? Ganzen Besetzung. Wow. Damals hatten wir in der Band 4 Kinder. Mittlerweile hatten wir 7 Stück. Oh, mehr Kinder als Musikerinnen. Da wird der Musikernachwuchs gleich sozusagen integriert. Ja, die proben auch mit uns jede Woche oder jede 2 Wochen. Alle ja, Kinder. Schön. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so zusammenwächst bei euch. Ja. Über Generationen. Ja, ja, also in der Probe, in dieser Probezeit spielen wir die Hälfte der Zeit und die andere Hälfte spielen die Kinder. Ja, wer weiß, vielleicht in 100 Jahren sehen die dritte oder vierte Generation von Combo Libre, gucken sie, was Großvater Nicolas in den Gründungszeiten so erzählt hat. Cool. Combo Libre 4.0. Ja, cool, echt. Ja, und so eine weite Reise dann eben auch zu finanzieren und Leute zu begeistern. Da lernt man ja auch Menschen kennen und wird eingeladen. Oh, ja. Und auf jeden Fall. Darf vielleicht sogar über Nacht bleiben. Oder Konzerte spontan machen, haben wir auch öfters gemacht. Ja. Ne? Und gesagt, ja, wir sind Musiker, dürfen wir für euch spielen? Oh ja, ich habe einen Café, dann kommt man dann und dann und dann könnt ihr spielen. Und dann haben wir gespielt und der Abend war ja, fantastisch. Ja, 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 das ist wirklich eine sehr gute Art und Weise, die Welt zu erkunden, einfach. Ja, ja, ich bin auch voller Optimismus, das nochmal machen zu können mit meinem Black Zebra und meiner One-Man-Show so ein bisschen durch die Gegend tingeln. Ja, das wünsche ich dir. Da hole ich mir jetzt von dir einfach mal so ein bisschen Mut ab. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, cool. Ja. Jetzt kommen wir natürlich zu einem weiteren Geständnis meinerseits. Mhm. Ich bin mit der französischen Sprache auf dem Kriegsfuß. Oh. Ja, ich habe da in der Oberstufe ein Pflichtfach gekriegt, wo ich... Klingt gar nicht gut. Pflichtfach. Genau, Pflichtfach. Ein Pflichtfach ist nie gut, Leute. Mhm. Und ja, ich musste es dann noch abwählen. Übrigens habe ich auch das Abitur dann nicht geschafft, aber Französisch war leider für mich eine Qual. Und ich habe es dann nicht gelernt. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid für meine Sprache. Ich weiß, dass sie sehr komplex ist und auch, also die Aussprache ist wirklich einfach sehr fies, weil die Hälfte der Buchstaben werden nicht ausgesprochen. Viele Zeiten sind unverständlich. Ja. Also wirklich, das ist einfach sehr komplex und nicht angenehm zu lernen. Man sagt ja, Deutsch ist schon nicht leicht so. Das habe ich ganz cool natürlich gelernt von meiner Mama und meinem Papa. Okay, nein, was aber dahinter steckt, hinter diesem Geständnis ist, wenn du singst, weiß ich nicht so richtig, worum es geht. Es hört sich nach Liebe, Revolution und auch ein bisschen Weltschmerz an. Ist das so das, was dich antreibt? Ja, ein bisschen. Nicht Weltschmerz, aber Melancholie, Nostalgie auf jeden Fall. Sind Gefühle, die da angesprochen und benutzt werden, um so Substanz zu geben. Ja. Politik auf jeden Fall, also Politik als Bürger einer Welt, also die Texte, die da sind, sind auch mit Combo Libre entstanden, ne? Durch Ideenaustausch und so. Manchmal komme ich mit einem Text, aber manchmal schreibe ich einen Text während einer Probe und so. Und durch unsere Ideen gewimmeln entstehen Sachen. Und mittlerweile gibt es auch Lola, die mit mir Texte schreibt. Und das ist voll schön, den Austausch zu haben mit ihr, weil die... eine andere Dimension als meine ist und ja.
Ist das eine weitere Sängerin, die ihr dazu gewinnen konntet? Genau, genau. Okay. Die singt mit uns und spielt Kazoo und spielt auch Percussions. Und genau, wir sind beide an the front. Ja. Also ich habe dich ja auch schon so ein bisschen stellvertretend für die Combo Libre eingeladen, muss ich gestehen. Dann kannst du vielleicht ja einmal erzählen, wer so alles dabei ist. Dann haben wir auch eine Übersicht. Ja, wie du zitiert hast, Sepp und Kalle und ich haben diese Band, diese Combo gegründet, zu dritt am Anfang. Mhm. Ich habe Cajon gespielt und gesungen und gerappt. Kalle hat Gitarre gespielt und Sepp Akkordeon. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, boah, ich kann nicht mehr, ich möchte singen, ich möchte rappen. Und ich möchte Querflöte lernen und Querflöte spielen. Das war wirklich eine Herzangelegenheit vor 7 Jahren jetzt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen einen Trommler finden. Mhm. Und selber dein Bruder, der eine richtig gute Drummer ist. Und der hat sich auf dem Karren gesessen und hat angefangen zu spielen. Ich habe gesagt, du bist es. Ja, perfekt. You got the groove. Okay, also. Und dann hat er mitgespielt. Dann haben wir im Literaturcafé ziemlich oft gejammt und gespielt und auch ein Konzert gegeben. Mhm. Und dann kam der Milan. Und der Milan ist ein extrem guter Gitarrist gewesen, der ein paar Monate vorher, glaube ich, Kontrabass angefangen hatte, Kontrabass gekauft hatte. Das ist ja ein toller Und der hat gesagt, Jungs, das ist toll, die Musik, die ihr macht, aber ihr braucht einen Bassist. Ja, und das passt ja wahnsinnig gut mit dem Kontrabass auch. Genau. Wow, okay. Genau. Toll. Irgendwann kam Aksana auch noch dazu, die hat ein paar Monate mit uns gespielt, aber die hatte ihr eigenes Projekt mit Girl Woman und genau, dann kam Lola dazu. Mhm. Und jetzt sind wir eine feste Sextett und das macht richtig viel Spaß. Ja, ich habe das auch schon so oft gefeiert, wenn ihr irgendwo aufgetreten seid. Da bewegt sich ja der ganze Saal, der ganze Platz fängt an zu schwingen. Ja. Das finde ich richtig schön. Wir spielen gern mit unserem Publikum. Also im Sinne wirklich, wir versuchen, dass das Publikum Spaß hat an der Musik und nicht nur passiv zuhört, sondern aktiv miterlebt, mitschwingt, Abenteuer. Ich hab auch schon gesehen, dass da Tanzperformance auch ein Teil eurer Show war oder ist. Stimmt, Katinka und Rieke haben das damals gemacht, das stimmt. Voll das, schön. Es gab mehrere, mehrere Bewegungen und mehrere Kapitel in der Geschichte von Combo Libre Show. Ja. Und das ist nicht zu Ende. Ja, es ist auch voll schön, wenn sowas immer wieder Zuwachs bekommt oder eben so von außen nochmal so einen Schub oder irgendwie, jemand sagt so, lass uns doch nochmal das und das in die Richtung ausprobieren. Und ich glaube, da seid ihr eine sehr offene Kombo, die so alle gleichberechtigt sozusagen das gestalten lässt, was ihr macht. So. Das stimmt. Das stimmt. Also du bist jetzt nicht der klassische Bandleader, der da hinkommt und sagt, so, ich habe ein neues Lied, du machst das, du machst das, du machst das, sondern das wächst so. Genau. Zusammen. Ich glaube, also Kalle, unser Gitarrist, ist eine richtig talentierte Komponist. Ja. Und der hat einfach sehr viel Liedstrukturen gebracht und mit Melodien und Harmonien und hat gesagt, so, wir haben ein Gerüst und dann arbeiten wir 2, 3, 4 Proben an ein Stück und arrangieren das alle zusammen, kreieren weiter. Zurzeit sind wir sehr beschäftigt mit Chor, also wir singen alle zusammen und mit mehrstimmigen Parts und da sind wir sehr am Wachsen und am Miteinander erleben und ich glaube, wir machen sehr schöne Fortschritte. Genau. Ja. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Da freue ich mich dann schon, wenn ich euch das nächste Mal irgendwo sehen kann. Gibt es da vielleicht schon einen Termin? Oder? Also in der Gegend nicht. Wie gesagt, wir haben 3 Kinder bekommen in den letzten 2 Jahren. Ja. Und das ist einfach auch ein Fulltime-Job. Und wir sind alle anders beschäftigt als nur mit der Musik. Ja.
Und in der Musik auch nur, nicht nur mit Combo Libre, also ich habe eine andere Formation, Sepp auch und Milan auch und Lola und Dumme haben auch ein Duo und also das ist schon... Das heißt, ihr bereitet euch gerade sozusagen auch nochmal neu vor, habt ein neues Bandmitglied, versucht das mit Mehrstimmigkeit und... Genau, und wir haben jetzt 4 neue Lieder seit ein paar Monaten gefangen und so und... Das ist immer so, ne? Wenn vielleicht so 15 bis 20 Lieder, die fest sind, und wir haben sie aber sehr oft gespielt, in Bielefeld sehr viel, auf dem Kesselbrink, am Rathaus, auf verschiedene Festivals. Mhm. Und das, irgendwann möchte man sich weiterentwickeln. Ja, und da braucht man dann auch mal vielleicht so ein kleines Break und Luft holen sozusagen. Genau, also an diesem Sommer, wenn ihr noch Gelegenheit und Fest und so habt, wir spielen gern mit euch und für euch. Jo, und wie sieht das aus mit so Material, Anschauungsmaterial, Hörproben, gibt es da was? Kann ich da was unter das Video packen? Ja, wir haben ein ziemlich schönes Konzert gemacht auf dem Rathaus Bielefeld. Mhm. Und das ganze Konzert ist auf YouTube. Unter Combo Libre Bielefeld kann man es finden. Ja. Und da kann man ein bisschen so reinschnuppern, wie die Stimmung bei uns ist. Ja. Das verlinke ich auch gerne nochmal unter das Video, damit ihr direkt im Anschluss eure Musik auch hören könnt. Dankeschön. Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Macht Musik für euch, kauft euch Instrumente auf Ebay, also auf Kleinanzeige. Gibt genug auf jeden Fall. Am besten Secondhand und lasst kein Mensch euch sagen, dass ihr nicht für die Musik gemacht seid, weil ja, das tut einfach gut am Herzen. Und wenn das euch nicht anspricht, dann geh raus, mach Kunst, mach Sachen für euch. Versucht nicht die ganze Zeit zu arbeiten. Ja, echt. Macht was für euer Herz und lasst euch ein bisschen aus an der Kunst. Ja, ich freue mich, dass du hier warst. Dankeschön. Und wir sehen uns hoffentlich im musikalischen oder auch im privaten Rahmen bald mal wieder. Ja. Alles Gute. Danke, bis dahin erstmal. Tschüss. Jo Leute, ciao.